Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Diesmal zeige ich euch, wie ihr iOS 8.0 bis iOS 8.1 auf allen Geräten jailbreaken könnt. Das Ganze funktioniert mit Pangu 8 und das wurde schon inzwischen auf die Version 1.1 geupdatet und ist somit auf Englisch verfügbar. Bevor wir anfangen, müssen wir auf dem iPhone den Passcode entfernen und wir müssen in den Einstellungen bei iCloud hier Find My iPhone bzw. Mein iPhone suchen deaktivieren. Das ist wichtig während des Jailbreak-Prozesses. Nachdem wir fertig sind, können wir das wieder problemlos aktivieren. Wir schließen einfach unser Gerät an, wird hier gezeigt mit einem iPhone 4S mit iOS 8.1 und dann klicken wir einfach nur auf Start Jailbreak. Hier noch ein paar Infos vom Pangu. Erstens, es kann sein, dass wenn aus irgendwelchen Gründen der Jailbreak fehlschlagen sollte, Daten verloren gehen, wenn man halt kein Backup hat. Deshalb macht auf jeden Fall ein Backup in iTunes, dauert ja nicht so lange. Zweitens, man sollte in den Flugmodus wechseln, bevor man den Jailbreak startet. Das machen wir hier. Das erhöht die Chance, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Jailbreak erfolgreich ist. Womit genau das zusammenhängt, weiß ich nicht. Und drittens, if you have a large amount of data on your device in order to speed up the jailbreak process and increase the success rate, please backup your device and restore it with a clean copy of iOS operating system. Also was hier im Prinzip gesagt wird, wenn ihr ziemlich viele Daten habt, solltet ihr also euer Gerät komplett wiederherstellen, also erstmal ein Backup natürlich machen, dann komplett wiederherstellen und dann erst jailbreaken und dann die Daten wieder draufschieben. Das ist möglich, solange iOS 8.1 noch gesigned wird. Sobald aber zum Beispiel iOS 8. irgendwas rauskommt, was nicht mehr mit Pangu jailbreakbar ist, solltet ihr nicht wiederherstellen, da ihr sonst automatisch upgradet und ein Jailbreak somit nicht mehr möglich ist. In dem Fall haben wir jetzt alles gemacht. Das Gerät ist gerade frisch wiederhergestellt und wir klicken auf Already Did. Dann sehen wir, der ganze Jailbreak-Prozess startet. Das wird ein bisschen von mir vorgespult, einige Stellen, deshalb könnte es bei euch minimal länger dauern. Im Prinzip schneide ich aber nichts von dem Jailbreak-Prozess selbst raus, damit ihr alles seht, damit ihr alles ganz genau seht. Die Speicherfast-Vollmeldung können wir problemlos wegklicken. So, das war's auch schon. Jetzt ist der Jailbreak fertig. Wir können hier das Fenster schon schließen. Und jetzt geht's nur noch weiter am Gerät selbst. So, nachdem das iPhone rebootet hat, können wir das einfach entsperren. Und dann haben wir hier auch schon Cydia. So, jetzt wird noch kurz das Dateisystem vorbereitet. Die Meldung können wir wie immer einfach wegklicken. So, nachdem das fertig ist, können wir das Gerät wieder entsperren. Und wir öffnen wieder Cydia. Und wir sind auch im Prinzip schon fertig. Hier haben wir Cydia. Und ich kann nochmal ganz runter scrollen. Und wir sehen iPhone 4.1, das ist mein iPhone 4S, iOS 8.1 und Cydia 1.1.15. Das war's auch schon mit dem Jailbreak. Ihr habt jetzt erfolgreich euer Gerät gejailbreakt. Wir haben aber noch auf dem Homescreen die Pangu App. Die kann man nicht so einfach löschen. Die kann man aber im Prinzip jetzt problemlos entfernen, weil wir die nicht brauchen oder beziehungsweise nie gebraucht haben. Da wir Cydia haben, ich habe ein Video erstellt, in dem ich zeige, wie man Pangu vollständig entfernen kann. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und wie gesagt, es ist kein Problem, einfach Pangu zu entfernen. Das geht mit den im Video gezeigten Schritten.
Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.